Leute, wenn wir den Gerüchten Glauben schenken können, könnte es sein, dass Fate und Rhapsody, ich blende sie ein, die beiden Exklusivlegenden der mobilen Version, tatsächlich doch in die Vollversion auf allen Plattformen implementiert werden. Wer die beiden Legenden überhaupt nicht kennt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich ein extra Video darüber mache, wie die Fähigkeiten sind. Vielleicht haben einige von euch die mobile Version nicht gezockt. Die beiden Legenden sind sehr geil, haben sehr, sehr geile Fähigkeiten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es sich lohnen würde, für beide Legenden ein gesamtes Video zu machen. Das würde ich für euch gerne noch raushauen, wenn das Interesse besteht. Ansonsten, wenn ihr das alles schon kennt, spare ich mir das. Ich warte einfach mal auf die Kommentare, was ihr zu sagen habt. Auf jeden Fall wurde die mobile Version eingestampft. Keiner konnte so richtig mitreden, egal wer reingepayt hat. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Und Respawn hat sich kurz danach dagegen ausgesprochen, diese beiden Legenden zu implementieren. Es gibt auch das Gerücht, dass die vielleicht nur für ein Event kommen, aber das macht für mich keinen Sinn. Die Legenden sind da, sie müssen implementiert mehr werden. Vielleicht werden Fähigkeiten überarbeitet, keine Ahnung. Aber diese ganze Mühe für ein Event macht für mich keinen Sinn. Vielleicht war einfach der Shitstorm in der Mobile-Community so groß, dass Respawn irgendwann überdacht hat, Mensch, okay, war kacke, was wir gemacht haben, viele haben Geld bezahlt, dann lasst uns doch wenigstens, oder vielleicht die Community gesagt, pass auf, ihr habt uns das Spiel weggenommen, dann gebt uns wenigstens diese beiden Exklusivlegenden, die wirklich sehr, sehr geil sind. Und ein eigenes Indiz, was mir sogar einfällt, was ich mir, das war übrigens von Respawn eine Insider-Quelle, da gibt es leider keine Namen, die ich nennen kann, ist leider so, aber ich finde gerade für mich selber noch ein Indiz, ich haue, warum das tatsächlich stimmen könnte. Ihr kennt vielleicht alle die Gerüchte um das Revenant Rework Rev Reborn. Ich werde morgen erstmalig ein Video dazu raushauen, das ist schon fertig, morgen früh, wahrscheinlich um 9.30 Uhr baller ich das raus oder um 10, keine Ahnung. Dort rede ich über die Fähigkeiten und wann er rauskommen soll. Und gerade bei den Fähigkeiten, ihr kennt wahrscheinlich die Leaks von zig YouTubern über die Fähigkeit mit Wallrun und ultimative Fähigkeit, da hat sich was geändert. Das ist relativ neu, gerade vielleicht ein, zwei Tage alt die Information und genau deswegen nehme ich Stellung dazu und genau in Verbindung mit dem Rev Reborn, die ultimative Fähigkeit und Fate, da passt für mich etwas extrem zusammen, warum tatsächlich sich die ultimative Fähigkeit von Rev Reborn, die gelegten Fähigkeiten, ändern werden. Ich möchte das jetzt aber noch nicht anteasern. Schaut euch einfach morgen das Revenant-Video an. Wer das vielleicht noch nicht kennt, der kennt vielleicht die geleakte ultimative Fähigkeit. Und Fate hatte im Prinzip fast die gleiche. Deswegen könnte das so ein 1:1 Ding werden. Warum Respawn sagt, nee, können wir so nicht bringen. Fate kommt ins Spiel, dann haben zwei Legenden ungefähr die ähnlichen Fähigkeiten. Mehr möchte ich jetzt aber nicht sagen, obwohl ich das meiste wahrscheinlich hiermit schon verrate. Es lohnt sich aber natürlich trotzdem, in das Video morgen reinzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Feedback gebt. Wollt ihr ein Video haben über beide Legenden? In einem Video würde ich beide vorstellen und würde euch die Fähigkeiten nahebringen. Die Legenden sind geil und gerade Fate hat eine taktische Fähigkeit, die extrem effektiv ist. Es hat sich aber auf der mobilen Version so behindert gespielt, dass es, glaube ich, auf Controller oder Tastatur viel geiler auszuspielen ist, weil du da zum Beispiel die Zeit zurückdrehen kannst und alles so ein Schnickschnack. Es ist wirklich, es ist ultra, ultra nice. Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal Werbung für alle machen, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Geht ruckizucki. Mein Partner Aim Controllers hat drastisch auf Dauer die Preise reduziert, meinen Code angepasst und ihr könnt jetzt locker zwischen 50 und 100 Euro dauerhaft sparen mit Code Casper10. Könnt ihr euch solche Controller zusammenstellen mit Pedals, mit Smart Triggern und so weiter und so fort. Sony Original umgebaut, die können auch gerne so aussehen oder so aussehen und so weiter und so fort. Meine Sammlung ist, was haben wir? Oh, hier haben wir noch einen. Der sieht so aus und so weiter und so fort. Es lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, zwischen 50 und 100 Euro, wenn ihr voll auf die Kacke haut, könnt ihr jetzt locker sparen. Also mit Code Casper10 bei Aim Controllers spart ihr eine Menge Geld. Würde ich mich sehr darüber freuen, über euer Feedback. Ich bin aber tatsächlich mehr darauf gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Wollt ihr ein extra Video über die Fähigkeiten, dann setze ich mich auf jeden Fall noch ran. Das könnte sich tatsächlich lohnen. Und vergesst nicht morgen bei dem Video von Revenant oder Rev Reborn einzuschalten. Auch das lohnt sich. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.